Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis12, denn ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute mit dem Diktator Sacha Baron Cohen in seinem vierten Filmspaß nach Ali G, Borat, Bruno kommt jetzt der Diktator. Der Film wurde 2012 gemacht und handelt halt um den Diktator von Wadia. Im Film wird Wadia gezeigt und Wadia zeigt eigentlich die Grenzen von Eritrea. Das ist so ein afrikanischer Staat, den gibt es dann wirklich, Freunde. Und das ist halt der Diktator davon. Die Szenen in der Wüste und so wurden halt in Spanien gedreht, in Fuerteventura auf der Insel. Und der Rest halt in, wie man sieht, New York. Ja, es ist ein ziemlich witziger Film, der in manchen Ländern verboten wurde, Freunde. Unter anderem in Tschakistan, Turkmenistan, Weißrussland und Kasachstan. Ja, der Film ist nicht ohne, Freunde. Was? Tschakistan. Schweres Wort, Freunde. So, politisch extrem unkorrekt, aber zum Brüllen komisch. Ja, ich finde seine Filme auf jeden Fall sehr gut. Also Borat oder Ali G, Bruno, naja, geht so. Ja, man weiß halt, was man in seinen Filmen erwartet. Er provoziert gerne. Und schauen wir uns mal, um was es da so geht. Grenzenlos freche und politisch unkorrekte Comedy. Ja, so kann man es beschreiben. Der bizarrste Diktator seit Charlie Chaplin. Von den Machern von Borat stammt auch die irrwitzige Geschichte eines nordafrikanischen Diktators, der Oscar-nominierte und mit dem Golden Globe ausgezeichnete Sacha Baron Cohen, Borat, Bruno, der Ali G Show, der auf einer New Yorker Reise all seine Macht beraubt wird und in einem Bioladen in Brooklyn arbeiten muss. Ja, da spielt auch übrigens Anna Faris mit, die sieht man hier. Die kennt man aus den Scary Movie Teilen. Auch eine witzige Darstellerin, finde ich. Hier sieht man, wie der Diktator ein Rennen macht, aber unfair. Er ist vorne und die anderen müssen warten, bis er am Ziel ist. Bonusmaterial haben wir hier. Gelöschte und erweiterte Szenen. Interview mit Larry King. Musikvideo, bestes Liebeslied. Your Money is on Dresser. Ja. Ich finde es gut hier. Musikvideo, das finde ich bei Bonusmaterial immer am besten, meistens. Und dann haben wir hier halt diverse andere Sachen. So, der Film. Oh, das habt ihr da wirklich super hinbekommen hier, Paramount. Bordeaux, darunter schwarz, man kann es kaum erkennen. Ist in Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch anschaubar. Mit Untertiteln Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch und Spanisch. Ja. Das sind die Sprachen und Untertitel, die man hier hat. Und der Film dauert ungefähr 90 Minuten. Hier sehen wir übrigens, ja, da ist der Doppelgänger vom guten Diktator. Und hier mit Anna Faris ist er auf einem Motorrad unterwegs. Und der Film ist super witzig. Ich finde den einfach sehr, sehr gut. Ich habe den schon auf DVD, dachte mir, jetzt holst du dir auch die Blu-ray davon. Allein schon wegen dem Bonusmaterial finde ich das auf jeden Fall gut. Ja, Club Cinema. Von euch habe ich jede Menge schöne Filme bekommen. Prämien halt, die man sammeln konnte. Einige Prämien dabei. Mittlerweile ist ja so, dass es Club Cinema geht es leider nicht mehr. Und so einfach geht's, ja, ging, beziehungsweise, da muss man halt einen Code eingeben und halt die Codes sammeln und bekam halt Prämien. War eine coole Sache. So, wir haben hier Wendecover
Und die Blu-ray, die hätte man auch besser gestalten können. Ist jetzt nicht direkt spiegelnd, aber trotzdem nur einfach da The Dictator hinzuschreiben. Also der Originaltitel ist so, da hätte man doch was Besseres machen können. Ja, gerade Sacha Baron Cohen, so sein Gesicht drauf, fände ich auf jeden Fall besser. So, Leute des guten Geschmackes. Der Film ist natürlich nicht für jeden was, aber ich kann euch den trotzdem empfehlen, wer auf ein paar gute Lacher steht, auf seine Filme wie Borat, wie Ali G und so weiter, der wird mit dem Film nicht viel falsch machen. Ist so ähnlich. Auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Der Diktator. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Hier bei Levis Card 1210. Bye, bye.